Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Alone in the Dark. Die letzte Episode war ja zum Schluss etwas still meinerseits, da ich vergessen habe, mich zu entmuten. Bitte entschuldigt das. Aber wir machen heute weiter. Und ja, die Lösung mit der Kombination aus dem Vertrag, die wäre richtig gewesen. Aber ich habe sie hier falsch rum Ich eingetippt, kenne die mal wieder. Kombination nicht. Und zwar ist Moment, es 9 wirklich? links. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und dann 1, 2, 3. Ach, warte mal, ich muss jetzt zur Ziffer. Nochmal zurück. Also, zu der 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das ist da. Ah, Scheiße. Wieder falsch. Mann, jedes Mal drücke ich das Falsche. Also. 9. 1. Und dann zur 3. Es hat geklappt. Gut. Oh. Der leere Der Raum. letzte Gast in dem leeren Raum leidet unter schweren Anpassungsstörungen. Ich muss das notieren, denn wenn ich diesen Zustand ausreichend verstanden habe, könnte ich vielleicht später leugnen, dass es so ist. Und ich habe gute Gründe zu glauben, dass auch ich die Konsequenzen dieser Störung zu tragen haben werde. Denn eine Person, die Kontakt mit dem Gast hatte, entwickelt schnell eine neue Weltsicht. Gemäß dieser ist alles vorherbestimmt, aber die Welt ist aus den Fugen. Wenn man diese Weltsicht akzeptiert, wird es unmöglich, mit bestimmten Erinnerungen umzugehen und sie werden unterdrückt. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Ich kann mich nicht einmal mehr an das Schicksal dieses Gastes erinnern. Ich glaube, diese Person ging einfach verschollen und wurde vergessen. Das Gleiche gilt für alle Akten, die sich auf diesen Patienten beziehen. Sie wurden alle vernichtet oder sie haben einfach nie existiert. Wer hat das geschrieben? Es gab nie einen Gast im leeren Raum. Okay. Da ist jemand am Buch drin. Südre, gibt es eine Überraschung da drin? Da wären wir, Dr. Grays Büro. Dann sehen wir mal, ob wir hier Antworten finden. Ja, mal gucken. Fangen wir mal mit dem hier an. Chemis-Behandlung, Sehr verehrter Dr. Menzetti, ich befinde mich mitten in einem aussichtslosen Kampf mit einem Patienten. Wie ich bereits in meinem letzten Brief beschrieben habe, ist er vollständig in seinen Wahnvorstellungen gefangen. Dass er sich selbst mit seiner Paranoia quält, ist schon schlimm genug. Aber sein Wahn greift auch auf andere über. Im Grunde legt er damit die Basis für einen Massenwahn. Ich schreibe Ihnen, weil ich hoffe, dass Sie mir einen Rat geben können. Ich möchte natürlich schädliche operative Eingriffe um jeden Preis vermeiden. Aber ich mache mir langsam auch Sorgen um meine eigenen Abwehrmaßnahmen. Die Worte meines Patienten sind verrückt. Aber sie bringen auch etwas Urtümliches in mir zum Klingen. Ich habe versucht, sein Gehirn mit Röntgenstrahlung zu fotografieren. Es war überraschend schwierig, gute Ergebnisse zu erhalten. Dunkle Flecken auf den Platten verdeckten die Details. Mein Patient schaute sich die fehlerhaften Platten an und schrie dann panisch auf. Er sagte, die dunklen Bereiche wären der Schatten des Wurms, der ihn von innen auffresse. Ich konnte nichts Ungewöhnliches erkennen. Ich hoffe, das ist ein Zeichen, dass mein Geist nicht so anfällig für den Wahnsinn ist, wie ich es befürchtet hatte. Auf weitere Nachfragen beschrieb mein Patient den Schatten in seinem Geist als eine Art chthonische Monstrosität, die sein Allerheiligstes unterwandern will. Das bezieht sich eindeutig auf einen Ort, den er Taroeia nennt, eine Art Bibliothek oder Kloster, das ihm als psychologischer Zufluchtsort dient. Dieser imaginäre, sichere Hafen wird jetzt von diesem Chthonier bedroht und daher hat er sich einen anderen, weniger angenehmen Unterschlupf ausgedacht. In letzter Zeit bemüht er immer wieder die Metapher des Dampfschiffes, das auf Grund gelaufen ist. Er meint, er verspürt den Drang, die Motoren zu starten und umzukehren. Aber er fürchtet, dass das Schiff wegen eines Lecks sinken würde. In der letzten Woche habe ich ihn dabei beobachtet, wie er diese Metapher in die Realität überträgt. Er weiß, dass das fiktiv ist, aber dennoch weicht er nicht davon ab.
Er versucht, eine echte Erinnerung zu erzeugen. Ich bin mir sicher, dass dies meine Chance ist, die Mauern seiner Selbsttäuschung zu durchbrechen. Tja. Gut, das wird das. Was haben wir hier? Treppenhausschlüssel. Okay. Und hier? Cassandras Besitztümer. Ich bin damit fertig, die Besitztümer von Miss Borgard zusammenzuräumen. Ich überlasse es jetzt Ihnen, Ihren Agenten zu kontaktieren, damit er sie abholt. Ich habe eines von Graces Bildern gefunden, das sie vielleicht zurückhaben will. Und diesen Schlüssel, der in ihrem Zimmer lag. Ich glaube, danach haben sie gesucht, Miss Thompson. Noch ein Schlüssel? Frankreich. Oh! Das ist für den Globus. Da gehen wir mal hin. Wenn es so von innen verschlossen ist. Das kann nicht sein. Das ist dieses komische Schiff hier. Okay. Sedle, wir gehen mal zu dem Globus hoch. Weil der ist auch nicht weit weg. Eigentlich muss man bei jeder Tür hier aufpassen. War das schon immer da so? Hey, junge Dame, wie ist der Abend bisher so? Der durchwachsen. Durchmischt, würde ich sagen. Ja, das kenne ich. Das Leben geht rauf und runter wie in einem Fahrstuhl. Alles in Ordnung, Liebes? Wollen Sie meine Maske sehen, Miss? Sie ist fürs Johannesfest. Die sieht furchtbar aus. Wie hast du... Soll das etwa mein... Au! Was zum... Du musst lernen, dich zu fügen, kleines Mädchen. Warum verhältst du dich so? Was habe ich dir getan? Grace! Grace! Ich würde ja am liebsten ja nicht klatschen, aber das ist dann ja auch wieder doof. Solche Kinder sind furchtbar. Wo bin ich jetzt in ihrem Zimmer hier drin? Hä? Okay. Gut. Raus hier. Lol. Flurschlüssel Erdgeschoss. Leine das nur kurz aus. Aha. Immerhin atmet er noch. Ich lasse ihn einfach erstmal schlafen. Okay. Sidley, Da fehlt etwas. Ah, Karte. Karte der Karibik. Okay. Health. Wie schauen wir aus mit Health? Nehmen wir mal was. Gut, wir haben jetzt einen Schlüssel für den Flur unten. Schauen wir doch mal, was wir da so haben. Der da. Okay. Was haben wir hier? Nichts. Ansonsten einigermaßen normal hier. Was haben wir da? Moment der Klarheit. Manchmal glaube ich, dass dieser Ort dafür sorgt, dass es mir schlechter geht.
dass der Cedar zu meinem Grab werden wird. Ein Sarg gemacht aus angeberischer Architektur. Ein Taj Mahal für die Betrunkenen und Deprimierten. Der Cedar hat etwas an sich. Genau wie Dr. Gray. Als würden wir alle nur vorgeben, hier zu sein, damit es uns besser geht. Aber in Wirklichkeit sind wir hier, um vergessen zu werden. Da ist was dran von dem, was wir alles jetzt schon so mitbekommen haben. Spiel, gib mir doch mal ein bisschen mehr Munition. Ja, was haben wir hier? Oh, okay. Munition? Nee. Ruth, sind Sie hier? Der Raum ist leer. X-Foto. Okay. Ganz viel nix. Hendrik ist es so. Cassel hat das Zoetrop als eine Handübung in Animation gebaut. Er war sehr an bewegten Bildern interessiert und bestellte sogar eine Aeroskopkamera für die Kolonie. Ich bin schon sehr gespannt, welche Art von Phantasmagorie er erschaffen wird. Fürs Erste unterhält mich sein Zoetrop auf das Beste. Das aber nicht wegen des kleinen Mannes, der seinen Kopf weitergibt, auch wenn der lustig ist, sondern wegen dem Zauber, den das flackernde Licht beim Drehen erzeugt. Ich schwöre, es versetzt mich auf eine tiefgehende Art und Weise zurück in meine Kindheit. Probieren wir das nochmal selber hier aus. Also da bitte bestimmt. Ach nee, da fehlt was. Da fehlt so eine Glühbirne. Da gab es ja diese Birnen, das war so einmal used. Die sind ja regelrecht innen drin. Ich will es nicht explodiert nennen, aber bei Technologie Connection, da bis mal Kaiser hat er das mal vorgestellt mit diesen Birnen. Kommen wir nicht rein. Ich glaube, ich soll hier rein. Was geht hier vor sich? Oh. Das. Hinterfrage ich gar nicht mehr. Was haben wir hier? Mixbecher. Gut ist. Munition? Hier bei der Bar? Ach, Mann. Und ja, erstmal Geld mitnehmen. Ich will Munition. Sieht aber schick aus. So grundsätzlich. Da geht Blut hin. Da geht's nicht weiter. Machen wir als erstes mal kurz die Bühne an. Kann ich spielen? Nee. Ah, da. Munition? Nein. Generell, der Stil ist irgendwie geil. Ah. Gut. So vom Stil her, so ein bisschen wie ein Rapture, ne? Gut. I guess. Wir müssen nach unten. Da gibt es aber langsam keine Bereiche mehr im Haus, die wir noch nicht gesehen haben. Muss das so? Ja, das sieht sehr einladend aus. Tschüss. Ja. Das ist dann für die ganz schlimmen Patienten hier, oder wie? Sündenbock. Okay. Komm ich schon damit, dass ich... Ich brauche den Schlüssel.
Oh. Es geht hier vor sich. Oh, hier sind ganz tolle Sachen abgegangen. Oh, das ist das Röntgenbild, ne? Ah. Ja, da sind auch diese schwarzen Flecken drauf. Ich will hier nicht sein. Radiographie-Notizen. Röntgenbild. Patient Jeremy Hartwood. Datum 14. Juni 1930. Platten. Es hat sich als schwierig herausgestellt, Jeremys Schädel richtig abzubilden. Teilweises Röntgen hat am besten funktioniert. Ein vollständiges Bild des Gehirns kann aus den einzelnen Platten zusammengesetzt werden. Beobachtungen. Selbst bei einem Blick auf eine zusammengesetzte Version verdeckt ein Schatten große Teile von Jeremys Gehirn. Möglicherweise ein Tumor, aber es ist wahrscheinlich eher ein Defekt an den Geräten. Jeremy hat heftig auf die Bilder reagiert und behauptet, er würde einen riesigen Wurm sehen, der seine Erinnerungen frisst und durcheinander bringt. Anmerkungen. Während ich den Antworten damit kein Stück näher gekommen bin, bin ich mir recht sicher, dass Burkhardt-Lobotomie alle notwendigen Teile abtrennen sollte. Ja, Thema Lobotomie hat nicht so wirklich geholfen. Wird man da total gefühlslos. Sollte alles ohne Versagen. Naja, da haben wir es ja. Die hypothetische Psychochirurgie auf Basis der Ideen von Burkhardt und der Forschung aus St. Petersburg könnte am Ende die Rettung für Jeremys Verstand darstellen. Ein Durchtrennen der Verbindungen rings um den Frontallappen könnte zumindest die meisten geistigen Leiden beseitigen. Die Prozedur wäre sowohl in der Durchführung als auch in ihrer Wirksamkeit brutal. Ein Eispickel, der am Auge entlang und in den Schädel eingeführt würde, würde die Nerven lösen wie Alexander, der den gordischen Knoten zertrennt. Da dies Jeremy recht sicher in einen veränderten Zustand zurücklassen würde, sollten zunächst alle anderen Möglichkeiten ausgelotet werden. Das medizinische Instrument, das ich für diese Lobotomie bräuchte, fehlt und ich sollte Waits ein neues bestellen lassen. Ja, Gott sei Dank hat man dann bald gemerkt, dass das ganz doof ist. Aha. Was ist das? Sicherung. Okay, haben wir noch was? Hm. Was haben wir hier? Schlüssel. P-Rahmenschlüssel. Okay. Tolle Geräusche. Okay, also da sind die anderen Bilder. Und wir brauchen noch mehr. Gut. Was ist hier der OP-Raum? Jumpscare? Ist der OP-Raum? Tatsache. Warum sind da Stimmen rausgekommen? Was ist das? Ja, ehrlich gesagt, sieht aus wie so eine Art Radio aus dem Militär. Also hier drin möchte ich nicht operiert werden. Ja, nee. Ich hatte erst den Strom an, um die Röntgenbilder zu untersuchen. Und jetzt was Doofes? So. Ah.
Aha. Cool. Das ist schon besser. Ja, tatsächlich. So. Das wäre alles. Warte mal. Dann ist ja wieder so cool. Och nö, echt jetzt? Ist ja noch so mega langsam. So. Naja, ich... Rückenbild bewegen, A, D. Wobei er hat gesagt, das sind so Teilaufnahmen. Na komm. So, einmal so irgendwie drehen. Mal das mal weg. Macht auch keinen Sinn, ne? Oder ist das so quasi unten? It macht alles keinen Sinn hier. Vor allem, weil ich sie ja nicht richtig platzieren kann. Okay, machen wir das mal so. Das kann man mal wegnehmen. Die nehmen wir mal bis da. Denken wir auch wenig Sinn. Wie genau willst du das haben von mir? Ne, komm, nimm nochmal. Müssen die überlappend sein? Nee, oder? Es sieht noch irgendwas aus, aber nicht nach dem, glaube ich, was es sein soll. Okay, ich glaube, das ist jetzt das blödste Rätsel. Und es sind nur drei Positionen. So, also spätestens morgen habe ich es dann. Oh. Wir kommen den ganzen näher. Was gibt es da noch für Positionen? Drehen das nochmal. Kann es sein, dass ich hier nicht alle brauche? Also ich nehme das mal weg. Nehme mal das da. Das sieht aber auch falsch aus. Na, es wird ja nicht sein, dass ich die das überlapp. Nee. Das sieht total falsch aus. Nehmen wir mal das da. Macht halt auch irgendwie keinen Sinn. Okay, Leute, ich tue mal ein bisschen rumprobieren. Wir sehen uns gleich wieder. Okay, ich hab's geschafft. James, findest du das Schlüsselgegenstand? Also, hab jetzt...
ein bisschen gebraucht, bis ich es hingekriegt habe. Okay, und zwei habe ich tatsächlich nicht gebraucht. Ja, tolle Rätsel. Muss ich eigentlich jetzt machen? Ziele. Dr. Gray schien viel Arbeit investiert zu haben, um Jeremy zu verstehen und zu behandeln. Hatte er dabei etwas nützt? Und er sagt, ich brauche noch eine Sicherung, aber es läuft ja alles. Ist da jetzt offen? Hier ist wieder abgesperrt. Habe ich vielleicht... Ist auch zu. Habe ich hier drin was übersehen? Also nicht, dass das jetzt schon wieder so ein Bug ist und ich jetzt nicht weiterkomme. Ich glaube, ich starte das Spiel mal ganz kurz durch. Aber zuerst mal speichern. Kann ich speichern. Geil. Gut, hier kann ich jetzt aber nichts mehr machen. Einmal rausgehen. Ach, wie schön. Jo, ich glaube, wir müssen hier weg. Kannst du mal ein bisschen schneller gehen? Alter, mach. Scheiße, wohin? So, ab nach oben. Dankeschön. Ja, geil, er ist zu. Ach so. Ja, so geht's auch. Ich schätze, ich hatte nie die Gelegenheit, mich hier umzuschauen. Ja. Ja, umschauen ist hier irgendwie gefährlich, ne? Ach, und das ist da, wo das Klavier runtergerauscht ist. Boah, jetzt hänge ich schon wieder. So ab und zu, ne? Mach keinen Blödsinn. Okay, bei E passiert nichts. Oh. Okay, eine Scheibe für irgendwas. Etwas machen? Nö. Ja, die Kiste schaue ich mal zum Sch... Na ja, gut, da komme ich, glaube ich, nicht hin, oder? Nee. Gut, was haben wir hier drin? Steine. Ach so. Wir haben da eine 6 und eine 1. Das ist irgendwo unten. Ja, das sieht schon mal nicht schlecht aus. Alles. Teile bewegen. WLS. Ach so. Oh. Okay. 641. 641. Ja, das ist ja hier. Ich habe Wasser. Ach, wir sind wieder auf dem Schiff. Es fühlt sich irgendwie vertraut an. Findest du? Jeremy, wo bist du? Ich stecke im Schlamm fest. Ich kann mich nicht bewegen.
Jeremy? Kannst du mich hören? Der Motor ist hinüber. Ich kann nichts mehr tun. Halte durch, Jeremy. Ich kriege das Boot zum Laufen. Ich hole dich hier raus. Tatsächlich fährt noch. Okay. Wie sieht's da aus mit Munition? Warum kriege ich keinen Loot? Spiel, was habe ich dir getan? Ja. Also wenn das Boot wieder fährt. Moment, da war was. Endlich! Munition. So, sind wir durchgeladen. Ja. Den kennen wir doch. Den habe ich doch schon mal gesehen. Was zum... Ist er jetzt tot? Scheiß Vieh. Für die Munition. Einmal das Boot ist auf Grund gelaufen. Es ist direkt ins Sumpfland gekracht. Wenn ich den Motor zum Laufen kriege, kann es vielleicht wieder auf den Fluss fahren. Ja. Das fällt jeden Moment auseinander. Komm, ich steh rein. Komme ich nicht rüber. Ich gehe zuerst nach oben. Da würde ich mein Foto machen. Schöne Verzierung. Irgendwas Verstecktes hier? Nö. Könnte ich wieder Sachen werfen? Warum kann ich das nicht einfach weglegen? Ich glaube, das war auch so ein Kritikpunkt bei GameStar, wenn man ständig diese Ansicht hat. Und man das nicht weglegen kann. Ja, gleich. Laterne, bist du irgendwas? Ach, da geht's runter. Möchte ich da rein? Nein. Ich höre Sachen. Vor allem, das ist ein Dampfschiff. Der Motor wäre also eine Dampfmaschine. Wie willst du den einfach mal so schnell ankriegen? Echt jetzt? Alter, was? Fuck. Wie halten die aus? Holy shit. Dann hätte ich da keine Munition mehr. Das ist wunderbar. Geil. Wieder eine Munition.
Ja, da können wir jetzt mal aktiv nichts machen hier. Überraschung? Nee. Keine Munition. Kann ich wieder was werfen? Oh, weil ich hab schon was. Gut, hier gibt es mal aktiv nichts für mich. Oh. Mit nichts drin, mal wieder. Auch mit nichts drin. Ach man. Aber dafür ein Haufen Äxte und Co. Na doch. Werden wir das eventuell später brauchen, wenn das Boot hier losfährt? Dass wir uns dann da irgendwie verteidigen müssen? Schön. Jeremy, warum? Warum muss er die. Was kann man denn da tun? Es weg nach unten. Das scheint mit Elektrizität angetrieben zu werden. Vielleicht kann ich sie irgendwo aktivieren. Ja, lass mich mal raten, wenn der Motor oder die Dampfmaschine läuft. Und ich glaube, wir werden hier fertig. Dann müssten wir jetzt eigentlich nur noch runtergehen. Mal hier rein. Okay, nichts Doofes ist passiert. Alter. Haut drauf! Schieß! Ist es kaputt? Allah. Gut, Schrotflintenmunition. Oh, die Maske. Gleiche Maske. Das ist einfach nur die andere Seite. War ja so klar, dass da wieder was kommt. Ich glaube, ich gehe auf die Schrot. Die war hier. Ich sag, du Mundo, zwei Schuss. Gibt's hier noch mehr? Was sind die Bo- Wie zum Teufel bist du davon? Ach, was ist das? Oh, Entschuldigung. Da bin ich einmal gegen das Mikro. Okay, liebe Leute, ich würde sagen, wir sind an der Zeit. Wir machen an der nächsten Episode weiter und schauen, dass wir das Schiff hier wegkriegen. Wobei, sieht jetzt irgendwie nicht so aus, als ob das Ding noch irgendwo hinfährt in dem Zustand. Aber okay, lassen wir uns mal überraschen. Das ist spannend bis jetzt. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Und dann... Bis bald. Ciao.
Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.